Ich möchte im Moment nicht reden, Sir. Ich möchte Victoria nicht mit einem weiteren Gespräch stören. Ich rede später mit ihr. Die Tür ist abgeschlossen. Ich habe keinen Grund, in den Keller zu gehen. Morris, was wissen Sie über den Jungen, der im Wald tot aufgefunden wurde? Ich? Ich weiß gar nichts über ihn. Aber ich sage Ihnen eines. Hier in der Gegend passieren seltsame Dinge in letzter Zeit. Verdammt seltsame Dinge. Ich gehe dann jetzt. In Ordnung, Sir. Robert ist noch nicht zurück. Niemand weiß, wo er ist. Die heutige Zeitung. Ich möchte sie nicht lesen. Victoria sitzt beim Kamin in der Halle. Mr. Gordon, haben Sie gehört, was passiert ist? Ja, habe ich. Armer Junge. Und ich war so gemein zu ihm. Hoffentlich wird diese Bestie von einem Wolf schnellstens erlegt. Ich hänge seinen ausgestopften Kopf über der Tür auf. Darauf können Sie sich verlassen. Woher wollen Sie wissen, dass es ein Wolf war? Nun, was hätte es sonst sein können? Das war bestimmt ein Wolf. Vielleicht. Ich muss mit Ihnen reden. Gut, aber fassen Sie sich kurz. Haben Sie gehört, was passiert ist? Ja. Es ist furchtbar. Wissen Sie, ich lasse mich nicht leicht aus der Ruhe bringen, aber dieser Junge, er tut mir wirklich leid. Als man ihn fand, war er in Stücke gerissen. Diese verdammten Wölfe. Ich würde am liebsten überall Fallen aufstellen. Und alle Wölfe erschießen, die nicht in die Falle geraten. Wo ist es passiert? In der Nähe der alten Mine. Gleich neben diesem verfluchten Altar. Am Steinkreis? Ja, genau da. An dem Ort spukt es. Das steht fest. Früher war es eine Opferstätte der Druidenmagier. Es ist ein böser Ort. Der arme kleine Vic. Der Steinkreis. Früher als Kind habe ich auch da gespielt. Ich sollte mich da umsehen. Von Willow Creek aus ging ich auf den dunklen Wald in der Nähe der alten Mine zu. Meine Gedanken kreisten um den antiken Ritualort der Druiden, der Steinkreis. Mr. Gordon, darf ich fragen, was Sie hier machen? Warum sind Sie hergekommen? Ich habe gehört, was passiert ist und wollte mir selbst ein Bild machen. Mir gefällt das alles überhaupt nicht. Es macht Ihnen doch nichts aus, oder? Nein, alles in Ordnung, solange Sie meine Ermittlungen nicht stören. Seltsam, dass wir uns wieder an einem Platz begegnen, an dem es ein Unglück gegeben hat. Finden Sie nicht auch? Nein, finde ich nicht. Ich versuche zu verstehen, was sich hier abgespielt hat. Genau wie Sie. Das ist Polizeiarbeit, Mr. Gordon. In letzter Zeit ist alles immer komplizierter geworden und ich brauche nicht noch mehr Verwirrung. Nichts gegen Sie. Schon gut. Ich habe verstanden. Können Sie mir wenigstens sagen, was passiert ist? Naja, wenn Sie schon hierher gekommen sind, kann ich Ihnen auch erzählen, was ich weiß. Aber sagen Sie mir vorher, was Sie schon wissen, damit ich meine Zeit nicht verschwende. Ich weiß nur, dass man den Körper eines Jungen hier fand. Und es sieht so aus, als ob er von Wölfen getötet wurde. Dann wissen Sie ungefähr so viel wie ich. Sehr viel mehr kann ich Ihnen auch nicht sagen. Wahrscheinlich hat sich der Junge heute Nacht zu weit vom Dorf weggetraut. Sehr unvorsichtig. Als er von den Wölfen angefallen wurde, versuchte er zu fliehen. Leider haben diese wilden Bestien den armen Jungen erwischt. Den Rest kennen Sie ja schon. Finden Sie es nicht merkwürdig, dass Blutspuren nur auf dem großen Stein in der Mitte des Steinrings zu finden sind? Ich würde sagen, der Junge hat versucht, an einen höheren Platz zu kommen, was ihm aber nichts genützt hat. Mehr will ich Ihnen nicht sagen. Gordon, ich möchte, dass Sie mit niemandem darüber sprechen, haben Sie verstanden? Die Leute wissen schon viel zu viel. Ich möchte nicht, dass noch mehr Schauergeschichten verbreitet werden. Ich behalte es für mich. Gut. Ich muss jetzt über ein paar Dinge nachdenken. Natürlich. Macht es Ihnen etwas aus, wenn ich mich hier ein wenig umsehe? Was haben Sie für ein Interesse an all dem? Sie wissen doch nicht etwa Dinge, die ich nicht weiß, oder? Tja, ich bin mir nicht ganz sicher. Sie würden es mir doch sagen, wenn das der Fall wäre. Aber sicher? Also gut, tun Sie, was Sie nicht lassen können. Ich habe keinen Grund, Sie wegzuschicken.
Haben Sie etwas Neues über Henrys Tod rausgefunden? Ja, eine neue Tatsache ist ans Licht gekommen, durch die mir einiges klarer ist. Ich war gerade im Begriff, den Fall zu schließen. Aber dann sprach ich mit dem Pathologen. Dr. Herman. Offenbar ist Mr. Stanton nicht ertrunken. Und der Alkohol hat ihn auch nicht umgebracht. Wie ist er dann gestorben? Herman ist es noch nicht gelungen, die genaue Ursache festzustellen. Er ist nicht zu einer abschließenden Beurteilung gekommen, also habe ich ihm mehr Zeit gelassen. Fest steht jedoch, dass Stantons Lungen nicht voll Wasser waren, wie beim Ertrinken üblich. Sie wissen, was es bedeuten würde, wenn das bestätigt wird? Nicht ganz, Inspektor. Es würde bedeuten, dass er woanders starb und seine Leiche anschließend in den Brunnen geworfen wurde. Also wieder ein Mord? Zweifellos, wenn Hermans Theorie sich bestätigen lässt. Mehr will ich Ihnen nicht sagen. Sie wissen ohnehin schon mehr als notwendig. Eine Frage möchte ich Ihnen aber doch stellen. Rein routinemäßig, Gordon. Ja, nur zu. Ich habe nur eine Frage. Wo waren Sie gestern um diese Zeit? Tja, wenn Sie es unbedingt wissen müssen, ich habe meine Verwandten besucht, auf einem abgelegenen Schloss in Wales. Und was war der Zweck dieses Besuchs? Naja, kein besonderer Grund, ein Familienbesuch. Warum interessiert Sie das? Reine Routine, Gordon. Das wäre alles, vorläufig. In Ordnung. Wieder ein Symbol. Davon sollte ich eine Zeichnung machen. Fertig. Einer der drei Menhire, die um den Altar ein Dreieck bilden. Vielleicht spielten die Steine eine Rolle bei den Riten der Druiden. Davon gibt es viele im Wald. Ein Farn. Aha, unter dem Farn liegt ein Stofffetzen. Der Inspektor hat ihn wahrscheinlich nicht bemerkt. Ich kann das jetzt nicht aufheben. Collier würde sehen, dass ich etwas gefunden habe. Ich muss ihn irgendwie ablenken. Ein Farn. So viel Blut. Hier starb also der kleine Vic. Das Blut auf dem Stein ist noch nicht mal trocken. Der dritte Stein im Dreieck. Seltsam. Die Pflanze, die sich hochrankt, sieht verbrannt aus. Er schreibt dauernd in seinem Notizbuch. Er stellt zu viele Fragen für meinen Geschmack. Inspektor. Ja? Ich habe mich hier umgesehen und mir ist etwas aufgefallen. Das könnte Sie interessieren. Ja, ich höre. Auf dem großen Stein da drüben, auf der linken Seite, ist eine Art Symbol. Ja, ich habe es gesehen. Möglicherweise ist es schon seit Jahren hier, vielleicht sogar noch länger. Das glaube ich nicht. Warum sagen Sie das? Naja, die Farbe ist ganz frisch. Außerdem, ich habe ein solches Symbol schon mal gesehen. Tatsächlich? Wo? Nicht genau wie dieses, aber sehr ähnlich. Ich habe sogar zwei verschiedene Symbole gesehen. Das erste auf dem alten Turm unseres Schlosses. Und ein zweites an dem Brunnen, wo Morris Henry gefunden hat. Das ist in der Tat seltsam. Aber bleiben Sie ruhig, Gordon. Aus Erfahrung weiß ich, dass auch die seltsamsten Dinge oft keine Bedeutung haben. Für mich sind das nur alte Zeichen. Wer weiß, vielleicht wurden sie früher genutzt, um etwas zu markieren, was längst vergessen ist. Über das Gut verteilt könnte es Dutzende davon geben. Vielleicht. Ich bezweifle, dass Sie etwas mit dem Fall zu tun haben. Davon bin ich nicht so überzeugt. Ich will seine Gedanken nicht stören. Ich weiß nicht, was ich ihm sagen würde. Ich habe keine Ahnung, worüber wir sprechen sollten. Einer der vielen Steine um den Altar. Wer weiß, vielleicht waren sie früher in einem Kreis um den Altar angeordnet. Ich kann das noch nicht aufheben. Ich kann noch nicht zurückgehen.
Das müsste den Inspektor für eine Weile beschäftigen. Ich habe etwas gefunden, was Sie interessieren könnte. Auf dem Stein hinter Ihnen gibt es einen Fleck. Ich glaube, es könnte Blut sein. Wo genau ist es? Direkt hinter Ihnen, etwas nach rechts. Oh, danke für den Hinweis. Ich habe es nicht bemerkt. Gern geschehen. Das ist die Gelegenheit. Ich muss das Taschentuch aufheben, während er abgelenkt ist. Ein Farn. Es ist mit dem Gordon-Symbol bestickt. Wie ist dieses Taschentuch bloß dahin gekommen? Ja? Samuel Gordon. Bitte lassen Sie mich herein, Doktor. Mr. Gordon, was verschafft mir heute die Ehre Ihres Besuchs? Guten Tag, Doktor. Ich bin hier, um Sie nach etwas zu fragen. Oh, können Sie sich vorstellen, dass mich das nicht wirklich überrascht? Ich habe geahnt, dass Sie hier aufkreuzen. Sie sind wegen dieses armen Jungen hier, habe ich recht? Ja, hauptsächlich. Also, was wollen Sie wissen? Ich habe mit Collier über diesen Jungen gesprochen. Wir standen an dem Platz, an dem es geschah. Er erzählte nicht viel, außer dass der Junge von Wölfen getötet wurde. Ja, das war die erste Theorie. Die Wunden deuteten auf den Angriff eines Tieres hin. Nach einer genaueren Analyse kann ich diese Möglichkeit jedoch sicher ausschließen. Sie sind also anderer Meinung? Ja, bin ich. Die Todesursache war starker Blutverlust und Verletzungen der inneren Organe. Kein Tier in diesen Breitengraden wäre dazu fähig. Nicht zu solchen Wunden. Und wenn es ein Rudel Wölfe war? Die Spuren an der Leiche sind klar. Keine Anzeichen von Bissen. Nichts dergleichen. Haben Sie denn eine logische Erklärung? Ich weiß noch nichts Genaues. Aber der Junge wurde mit Sicherheit weder von Wölfen noch von sonst einem Tier getötet. Davon bin ich überzeugt. Sagen Sie, wann haben Sie Robert zuletzt gesehen? Vor etwa 3 Tagen, glaube ich. Wenn Sie ihn suchen, rufen Sie am besten im Sanatorium an. Er ist ständig dort. Er wurde schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen und Victoria macht sich langsam Sorgen. Ich habe mich nur gefragt, ob er in letzter Zeit hier war. Nein, er ist schon länger nicht mehr hier gewesen. Soviel ich weiß, hat er keinen Grund, hierher zu kommen. Zuletzt habe ich ihn bei Williams Trauerfeier gesehen, danach nicht mehr. Wenn Sie von ihm hören, sagen Sie es uns bitte. Aber sicher. Dr. Herman? Ja? Haben Sie irgendetwas Neues herausgefunden? Sie meinen zu Henrys Leiche? Nein, habe ich nicht. Dafür brauche ich viel mehr Zeit. Ich möchte Victoria sprechen. Wissen Sie, wo sie ist? Madame ist auf ihr Zimmer gegangen, um sich auszuruhen, Sir. Ich glaube nicht, dass sie gestört werden möchte. Na gut. Ich möchte Victoria nicht mit einem weiteren Gespräch stören. Ich rede später mit ihr. Da ist ein Brief. Vielleicht hat Bates vergessen, ihn mitzunehmen. Ich stecke ihn ein. Lieber Vater, hoffentlich erreicht mein Brief deine Hände. Erreicht mein Brief deine Hände. Ich kann es nicht ertragen, an diesem schrecklichen Ort eingesperrt zu sein und habe deswegen beschlossen, das zu tun, was ich schon vor langer Zeit hätte tun sollen. Ich werde dir alles erklären, wenn wir uns an unserer Stelle treffen. Ich weiß, dass du verstehen wirst. James. Vater, also ist James Williams Sohn. Warum hat mir das Victoria nicht früher gesagt? Darf ich dich kurz sprechen, Victoria? Natürlich, Samuel. Ich mache mir Sorgen um Robert. Ich teile deine Sorge. Ich habe vor einigen Minuten mit der Oberschwester des Sanatoriums gesprochen. Sie hat überhaupt nichts mehr von ihm gehört. Ich habe Angst, Samuel. Hier geht etwas Seltsames vor sich. Ich fürchte, ihm ist etwas zugestoßen. Robert geht es bestimmt gut. Unterschätzt das nicht, Samuel. Er ist mein ältester Sohn. Wenn er nicht mehr da ist, habe ich außer dir niemanden mehr. Ich bin davon überzeugt, dass ihm nichts fehlt. Es wird sich bald alles von alleine klären. Ich hoffe, du hast recht. Ich kann nicht länger in Ungewissheit warten. Wir müssen etwas unternehmen.
Ich möchte, dass du nach Ashbury fährst und dich dort erkundigst. Hier tappen wir völlig im Dunkeln und ich habe sonst niemanden, den ich schicken kann. Machst du das für mich, Samuel? Natürlich. Ich breche gleich auf. Nein, geh bitte nicht mitten in der Nacht. Es ist besser, wenn du dich morgen auf den Weg machst. Mir macht es nichts aus, nachts unterwegs zu sein. Es wäre das Beste, wenn ich so bald wie möglich aufbreche. Bist du sicher? Je eher ich etwas herausbekomme, desto besser. Also gut. Aber pass bitte gut auf dich auf, Samuel. Mach dir keine Sorgen. Ich muss nach Ashbury fahren und herausfinden, was passiert ist. Victoria, ich habe einen Brief gefunden, den James an William geschrieben hat. Er redet ihn an mit lieber Vater. Also, wer ist James tatsächlich? Oh, nun, jetzt spielt es ja doch keine Rolle mehr. Es stimmt, Samuel. James ist Williams unehelicher Sohn. Ich konnte es dir nicht vorher sagen, als du mir das Bild gezeigt hast. Ich wollte nicht, dass jemand davon erfährt. Dieses Geheimnis muss mit William zusammen begraben werden. Ich verstehe. Würdest du mich jetzt bitte entschuldigen, Samuel? Ich möchte Victoria nicht mit einem weiteren Gespräch stören. Ich machte mich auf den Weg nach Ashbury, um herauszufinden, warum Robert noch nicht zurückgekehrt war. Dort musste jemand etwas über seinen Verbleib wissen. Das Ashbury-Sanatorium, der Ort des Jammers, wie William es früher nannte. Das Haupttor ist abgeschlossen für die Nacht. Abgeschlossen. Hallo? Ich weiß, es ist schon sehr spät, aber können Sie mich reinlassen? Ich möchte einen der Patienten besuchen. Tut mir leid. Um diese Zeit erlauben wir keinen Besuch. Kommen Sie wieder zu den normalen Besuchszeiten. Morgen ist es zu spät. Bitte lassen Sie mich herein, dann erkläre ich alles. Oh, sind Sie Arzt? Nein, bin ich nicht. Wen wollen Sie denn besuchen, mitten in der Nacht? Ich bin wegen Robert Gordon hier. Er leitet das Sanatorium. Ja, ich weiß schon, wer das Sanatorium leitet. Mr. Samuel Gordon. Entschuldigung, ich habe vergessen, mich vorzustellen. Also gut. Ich werde eine Ausnahme machen, Mr. Gordon. Wenn Sie den Summer hören, drücken Sie das Tor auf und gehen Sie geradeaus auf den Haupteingang zu. Ich erwarte Sie in der Eingangshalle. Danke. Danke, dass Sie mich reingelassen haben. Naja, ich hätte Sie nicht hereingelassen, wenn Sie nicht mit dem Chefarzt verwandt wären. Ja, tatsächlich bin ich seinetwegen hier. Sehen Sie, er hat sich seit einigen Tagen nicht mehr gemeldet und ich hatte gehofft, dass Sie etwas wissen. Da muss ich Sie leider enttäuschen. Er hat das Sanatorium vorgestern verlassen, am späten Abend, und war seitdem nicht mehr hier. Sind Sie sicher? Natürlich, ich hatte jeden Tag Dienst. Um welche Uhrzeit ging er? Um Mitternacht, glaube ich. Er geht immer ziemlich spät. In letzter Zeit hat er viel zu tun gehabt. Hat er erwähnt, wohin er wollte? Oder hat er irgendetwas Ungewöhnliches gesagt? Nein. Nein, ich wüsste nicht, dass er etwas Ungewöhnliches gesagt hätte. Er war nur sehr müde, hat sich verabschiedet und ging. Ich möchte einen Patienten namens James besuchen. Können Sie mich zu seiner Zelle begleiten? Nein, das ist nicht möglich, Mr. Gordon. Sie wollen mich nicht zu ihm lassen? Leider können Sie ihn nicht besuchen, ganz gleich, was ich will oder nicht will. Ich verstehe nicht. Wissen Sie es nicht? James ist vorgestern Nacht ausgebrochen. Ich dachte, Sie wüssten das. Nein, wusste ich nicht. Wie ist er entkommen? Er ist wohl in die Kanalisation unter dem Gebäude gelangt. Ich hätte mir denken können, dass er so etwas macht. Warum? Hat er Ihnen etwas gesagt? Ja, ich habe am Tag davor mit ihm gesprochen. Er kam mir noch ängstlicher vor als sonst. Aber da ist noch etwas. Ich weiß nicht, ob ich es Ihnen sagen kann. Es ist eine heikle Angelegenheit. Sagen Sie es bitte. Es könnte wichtig sein. Vielleicht bringt es etwas Licht in die Sache mit Robert. Glauben Sie, es hat etwas damit zu tun? Ich habe keine Ahnung. Sagen Sie mir bitte, was Sie wissen. In Ordnung. Wie gesagt, James war noch ängstlicher als sonst. Es war schwer zu verstehen, was er mir sagen wollte. Aber er sprach von dem Chefarzt.
Er meinte, er würde etwas Wichtiges wissen, aber niemandem erzählen können. Hat er gesagt, was es war? Nein, mir war, als ob er Angst davor hatte, darüber zu reden. Er fragte mich ständig, ob ich nicht mit einem der Ärzte sprechen könnte, damit er entlassen wird. Aber er betonte, dass ich es nicht dem Chefarzt sagen solle. Er wirkte völlig verzweifelt, also versprach ich ihm zu helfen. Was passierte dann? Nun, James neigt zwar zu Depressionen, aber ich würde nicht sagen, dass er gefährlich ist. Ich kenne ihn jetzt seit Jahren und meistens hat er sich problemlos verhalten. Also ging ich zum Chefarzt und bat um eine Ausgangserlaubnis für James. Aber Sie sagten doch, er wollte nicht, dass Robert davon erfährt. Das musste ich versprechen. Aber ohne Unterschrift des Chefarztes darf kein Patient das Sanatorium verlassen. Er war aber anderer Meinung und hat seinen Standpunkt vehement verteidigt. Mir kam es etwas seltsam vor, dass er so unnachgiebig war, meine ich. Haben Sie danach mit James gesprochen? Nein. Ich wollte ihn nicht noch mehr aus der Fassung bringen. Und am nächsten Tag ist er geflohen. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe keine Ahnung, warum er es plötzlich so eilig hatte, rauszukommen. Sie waren mir eine große Hilfe. Danke. Warum wollte James auf einmal so dringend nach Hause? Und warum hat es Robert ihm nicht erlaubt, zum Schloss zurückzukehren? Ich habe das Gefühl, diese Dinge stehen irgendwie miteinander im Zusammenhang. Das war alles. Danke. Ich habe keine Ahnung, worüber wir reden sollten. Eine junge Frau. Sie sieht nett aus. Er führt sauberes Wasser. Das Wasser ist bestimmt ziemlich kalt. Da geht es zu den Zellen der Patienten. Nachts darf da niemand hin. Die Schwester lässt mich um diese Uhrzeit nicht zu den Zellen. Ich muss einen anderen Weg finden, reinzukommen. Ich darf nicht aufmachen. Sie würde mich sehen. Das kann ich jetzt nicht machen. Die Schwester würde mich sehen. Ich will nicht im Müll wühlen. Das meiste davon ist Altpapier. Furchtbares Wetter. Ein Schacht, vielleicht vom Belüftungssystem des Gebäudes. Ich kann noch nicht zurückgehen. Verrotteter Abfall. Sinnlos, sich damit zu befassen. Ein paar Bierflaschen, alte Behälter und rostige Dosen. Bloß Müll. Eine Spritze. Sieht recht sauber aus. Wer zum Teufel ist da? Schwester, sind Sie das schon wieder? Ich heize schon ordentlich, keine Sorge. Keiner von Ihren Bekloppten muss frieren. Der Kessel läuft volle Pulle, nun lassen Sie mich in Frieden. Hier ist Samuel Gordon. Würden Sie die Tür aufmachen? Wer? Ich möchte Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Ja? Was wollen Sie von mir? Mein Onkel Robert leitet diese Institution. Können Sie mich reinlassen? Mir ist es völlig wurscht, wer diese Irrenanstalt leitet. Ich gehöre nicht zu den Ärzten und ich muss nicht auf den alten Gordon hören. Jetzt lassen Sie mich in Ruhe und kümmern Sie sich um Ihre Angelegenheiten. Na schön, aber beantworten Sie mir bitte ein paar Fragen. Dann bin ich schon weg. Na gut, okay. Was wollen Sie? Es scheint da drinnen sehr heiß zu sein. Heizen Sie mit voller Kraft? Es geht nicht anders bei dem Wetter. Ich sitze Tag und Nacht hier in dieser schrecklichen Hitze. Aber Sie könnten es doch ein bisschen herunterdrehen, oder? Geht nicht. Die haben gerade einen neuen Thermostat eingebaut. Der regelt die richtige Temperatur automatisch. Wenn er für mich auch noch das Schaufeln der Kohle übernehmen würde, hätte ich eine Sorge weniger. Warum lassen Sie nicht einfach die Tür offen stehen? Tja, das ist ein anderes Problem. Ich will nicht, dass mir die Schwester nachspioniert. Ab und zu kommt sie hier vorbei, um nachzusehen, ob ich im Dienst schlafe oder so. Wenn die Tür zu ist, kann ich mich jederzeit mit einem Bier abkühlen. Verstehe. Haben Sie Dr. Gordon in letzter Zeit gesehen? Nein, habe ich nicht. Ich bin hier für mich. Hierher kommt sowieso keiner, abgesehen von der Oberschwester. Gordon habe ich vor ungefähr einem Monat das letzte Mal gesehen. Ja, letzten Monat. Es war ein Donnerstag, glaube ich. Danach nicht mehr.
Aber Sie haben doch gesagt, Sie wären sein Neffe, oder? Ja, habe ich. Na ja, dann müssten Sie doch eigentlich wissen, wo der steckt. Was wissen Sie über den entlaufenen Patienten? Es gab eine Menge Aufregung hier, als der abgehauen ist. Keine Ahnung, warum die so viel Theater machen wegen so einem Bekloppten. Dieser Bekloppte ist ein Familienmitglied. Er mag gestört sein, aber er ist kein Idiot. Entschuldigung, woher sollte ich wissen, dass Sie verwandt sind? Der Grund, weshalb ich frage, Sie kennen sich hier gut aus, oder? Klar, ich arbeite schon seit Jahren hier. Wenn Sie fliehen wollten, wie würden Sie das anstellen? Also hören Sie, das ist aber eine komische Frage. Sie sind doch kein Inspektor oder sowas. Glauben Sie etwa, dass man um Mitternacht eine Inspektion durchführt? Also, wie entkommt man am leichtesten aus einer verriegelten Zelle? Tja, keine Ahnung, warum Sie das interessiert, aber ich glaube, es gibt keinen leichten Weg. Vielleicht von der Halle aus in die Kanalisation unter dem Gebäude. Ansonsten wüsste ich nichts. Wenn man so weit käme, wäre alles andere kein großes Problem. In der Kanalisation gibt's viele Ausgänge, die nicht bewacht werden. Warum fragen Sie eigentlich? Ich gehe nur alle Möglichkeiten durch. Gut. Ich muss die Zelle von innen sehen. Wenn eine Flucht unmöglich ist, wie alle behaupten, wie konnte James ohne Hilfe entkommen? Aber wer könnte ihm geholfen haben? Diese Schwester vielleicht? Oder Robert selbst? Roberts Verschwinden hängt bestimmt irgendwie mit James zusammen. Ich will Sie nicht länger aufhalten. Gut. Kümmern Sie sich um Ihre eigenen Angelegenheiten. Ich habe keine Zeit für Sie. Ich lasse Ihnen in Ruhe. Es gibt nichts zu bereden. Ein paar Flaschen Bier. Die Etiketten sind noch nicht feucht. Die Flaschen stehen erst seit kurzem da. Starkbier. 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 Ich werfe einen Blick hinein. Die mittlere Stange scheint lose zu sein. Vielleicht kann ich sie irgendwie rausziehen. Sie bewegt sich nicht. Ich muss den Ziegelstein lockern, in dem sie steckt. Mit bloßen Händen schaffe ich das nicht. Das muss der Thermostat sein, der die Temperatur der Raumluft reguliert. Ich sehe gar keine Regler. Wahrscheinlich funktioniert er vollautomatisch. Er sitzt fest im Mauerwerk. Ich kann ihn nicht bewegen. Ein Kohleneimer. Er ist leer. Ein feuchter Kohlehaufen. In einem kräftigen Feuer würden sie immer noch gut brennen. Alle, die innerhalb der Mauern des Sanatoriums gestorben sind, liegen hier begraben. Ein trübseliger Ort. Die Eisentüren haben keine Schlösser. Niemand kann hinein. Es trägt keinen Namen. Es schützt ein paar flackernde Kerzen vor dem Regen. Die Ruhestätte eines Adligen. Das Gitter ist im Stein verankert. Ich sehe kein Schloss. Das Gitter lässt sich nicht öffnen. Kann ich mit Ihnen sprechen? Sicher. Können Sie mir etwas über den Friedhof des Sanatoriums erzählen? Ich arbeite jetzt seit fast 12 Jahren hier und weiß darüber so gut wie gar nichts. Hat er schon immer dem Sanatorium angehört? Soviel ich weiß, ja. Wir benutzen ihn heute nicht mehr für Beerdigungen. Viele Patienten verbrachten ihr ganzes Leben hier und wenn sie starben, wurden sie hinter dem Sanatorium bestattet. Aber das war lange, bevor ich hierher kam. Viel mehr weiß ich darüber nicht. Das war alles. Danke. Er scheint heil zu sein. Was zum Teufel machen Sie da? Weg von dem Fenster!
Jetzt nicht. Er würde mich hören. Ich komme nicht ran. Wie ich sehe, haben Sie eine Menge Bier da stehen. Was wäre, wenn die Schwester die Flaschen sehen würde? Das wäre nicht schlimm. Draußen kann sie sie ruhig sehen. Solange sie mich nicht mit einer Flasche in der Hand erwischt, hat sie keinen Grund, sich zu beschweren. Was wissen Sie über den Friedhof hinter dem Sanatorium? Na ja, ist halt ein Friedhof. Werden dort Patienten begraben? Nee, nicht mehr. Aber ich würde da nicht hingehen. Besonders nicht um diese Zeit. Ich bin kein Feigling, aber man weiß ja nie. Wovor sollte ich Ihrer Meinung nach Angst haben? Auf keinem Friedhof sollte man um Mitternacht spazieren gehen. Besonders nicht auf diesem. Haben Sie eine Ahnung, wer da alles liegt? Wahnsinnige, Besessene, Irre und. Aber warum erzähle ich Ihnen das eigentlich? Gehen Sie, wohin Sie wollen. Ich will Sie nicht länger aufhalten. Gut. Ich brauche hier etwas mehr Zeit, ohne beobachtet zu werden. Können Sie mir vielleicht einen Gefallen tun? Ich möchte im Schloss anrufen, um zu sehen, ob sich in Bezug auf Robert etwas getan hat. Wenn Sie mir zeigen würden, wo ich das Telefon finde... Tut mir leid, ich darf Sie nicht hineinlassen. Aber ich könnte selbst anrufen. Na schön, hier ist die Nummer. Die brauche ich nicht. Sie steht in unserem Telefonverzeichnis. Warten Sie hier. So, das muss ich schnell machen, bevor sie zurückkommt. Das Etikett sagt mir nichts. Der Schrank ist abgeschlossen. Ich habe dafür keinen Schlüssel. Auf der Unterseite befindet sich ein kleiner Schlitz. Die Münze passt perfekt in den Schlitz im Boden. Darin war ein kleiner Schlüssel versteckt. Ein winziger Schlüssel. Er war in einer kleinen Vase versteckt. Cantropin lindert Kopfschmerzen. Ich habe noch genug eigene Pillen. Nasentropfen. Eigentlich nicht das, wonach ich suche. Biphenol. Ich habe keine Ahnung, was das bewirkt. Vielleicht ein krampflinderndes Mittel. Wer weiß? Amobarbital. Ein starkes Beruhigungsmittel. Damit kann man jemanden für einen ganzen Tag einschläfern. Es hat eine Weile gedauert. So spät am Abend ging niemand mehr ans Telefon. Kein Problem. Haben Sie etwas über Robert erfahren? Mr. Gordon ist leider noch nicht zurückgekehrt. Ich verstehe. Danke für Ihre Mühe. Keine Ursache. Das war alles. Danke. Ich habe etwas davon verschüttet, aber jetzt ist die Spritze voller Amobarbital. Ich habe sie mit Beruhigungsmittel aufgezogen. Ich gebe ihm eine volle Dosis, damit es schnell wirkt. Jetzt muss er es nur noch trinken. Ich habe es mit kaltem Wasser befeuchtet. Es müsste möglich sein, den Sensor des Thermostaten mit kaltem Wasser durcheinander zu bringen. Dann würde die Temperatur im Gebäude spürbar angehoben werden. Ich darf nicht zu viel Lärm machen, sonst wecke ich ihn. Das Amobarbital im Bier hat gewirkt. Hoffentlich wacht er nicht auf, bevor ich drin bin. Er ist nicht abgeschlossen, aber ich kann ihn nicht öffnen, solange der Heizer dagegen lehnt. Ich will ihn nicht wecken. Ein großer Kohlehaufen. Dieses Gebäude verbraucht sehr viel Wärme.
schwarze Kohlen, sonst nichts. Zwischen den Kohlen guckt etwas hervor. Eine verdreckte Stoffpuppe. Ein kräftiger Faden. In dem Raum ist eine kräftige Hitze. Eine alte Öllampe und eine leere Flasche billiger Whisky. Nichts Nützliches. Der Dienstplan von diesem rußgeschwärzten Rüpel. Im Moment hat er dienstfrei. Viele alte Zettel, Poster und Zeitungsausschnitte. Welche Tür er wohl öffnet, den stecke ich ein. Er wird sich bestimmt als nützlich erweisen. Ein kleiner Schlüssel von der Pinnwand. Die Spitze ist so scharf wie die einer Nähnadel. Die Nadel erfüllt den Zweck fast so gut wie eine Nähnadel. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Der Hauptverteilerkasten, den fasse ich lieber nicht an. Hier fehlt etwas. Nichts. Es ist nicht aktiviert. Vermutlich wird sie mit dieser Tastatur geöffnet. Ich sehe kein Schloss. Das ist es. Das war knapp. Beinahe hätte er mich gesehen. Ich muss ihn irgendwie aus dieser Halle locken. Es gibt keinen anderen Weg zu James' Zelle. Ich muss zuerst diesen Arzt loswerden. Mir ist gerade ein Gedanke gekommen. Können Sie mir vielleicht den Dienstplan von allen Mitarbeitern geben? Eigentlich nicht. Er darf nur Mitarbeitern des Sanatoriums zugänglich gemacht werden. Da Sie aber mit Dr. Gordon verwandt sind, kann ich eine Ausnahme machen, denke ich. Vielen Dank. Ich weiß das sehr zu schätzen. Einen Moment. Hier haben Sie ihn. Danke. Ich bringe ihn wieder, wenn ich ihn nicht mehr brauche. Das ist nicht nötig. Die Woche ist fast schon um. Ich muss sowieso einen neuen schreiben. Ein kompletter Dienstplan dieser Woche für das Ashbury-Sanatorium. Dr. Smith, kommen Sie bitte in die Halle. Was kann man nur um diese Zeit von mir wollen? Verdammt, ich muss wohl hingehen. Dort geht es zur Eingangshalle. Da kann ich nicht lang. Man würde mich entdecken. Alle Zellen sind abgeschlossen. Das ist nicht die von James. Wer ist da? Wer ist da? Ich muss etwas sagen, bevor er mich verrät. Ich heiße Samuel. Ich heiße Ralph. Wir können nicht zu lange reden, okay, Ralph? Ich kenne auch einen Samuel, aber nicht sehr gut. Warum können wir nicht reden, Samuel? Tja, wir können, aber wir müssen leise sprechen. Oder noch besser, flüstern. In Ordnung, leise sprechen, Samuel. Ich muss etwas wissen. Willst du mir helfen? Die Schwester sagt, ich bin brav. Aber jetzt bin ich ganz traurig. Ich werde dir helfen, wenn ich nicht traurig bin, okay? Und warum bist du traurig? Naja, wegen Mr. Bubby. Wer ist Mr. Bubby? Hat er dir etwas angetan? Nein, Mr. Bubby ist ganz lieb, er ist mein Freund. Aber jetzt ist er weg und ich weiß nicht wo. Vielleicht habe ich ihn irgendwie geärgert.
Und wie sieht er aus, dieser Mr. Bubby? Vielleicht kann ich ihn wieder einfangen. Er ist kein Tier. Er ist ganz schlau und er redet mit mir. Und wie sieht er aus? Er ist nicht groß wie wir. Er ist klein. Aber er sieht sehr gut aus. Oh, okay. Wenn ich ihn für dich finde, hilfst du mir? Ja, ja. Hoffentlich hat er sich nicht verlaufen. Du suchst nach ihm. Ja, Samuel? Keine Sorge, ich finde ihn. Wahrscheinlich ist es ein Spielzeug. Wo könnte er ihn verloren haben? Tabletts und schmutzige Becher. Nichts, was mich interessieren würde. Nur Müll. Ich habe keine Verwendung für Müll. Er führt kein Wasser. Ralph, kannst du mich hören? Ja, Samuel. Ich kann dich hören. Aber ich bin immer noch ganz traurig. Armer Mr. Bubby. Es hat keinen Sinn. Er will nicht mit mir reden. Es hat keinen Sinn. Er will nicht mit mir reden, bis ich ihm die Puppe besorgt habe. Ich habe Mr. Bubby gefunden. Wirklich? Wo ist er? Geht's ihm gut? Zeig ihn mir, Samuel. Ich glaube, es geht ihm im Großen und Ganzen gut. Oh, aber das kann nicht sein. Mr. Bubby ist krank. Das ist schlimm, ganz schlimm. Jemand hat ihm wehgetan. Kannst du ihm helfen, Samuel? Machst du das? Gib ihn mir zurück, Ralph. Ich bringe ihn zu einem Doktor. In Ordnung? Ehrlich? Ja, mach das, bitte. Ich komme wieder, wenn Mr. Bubby wieder heil ist. Nur Müll. Moment, da ist etwas. Ein Puppenkopf. Der Kopf einer kleinen Puppe. Irgendwie muss ich die beiden Teile miteinander verbinden. Ralphs Mr. Bubby ist jetzt heil. Jetzt sitzt er wieder so fest, als wäre nichts passiert. Ralph? Mr. Bubby, geht's wieder gut? Hier hast du ihn. Oh, das ist schön. Ich bin so froh, dass er wieder bei mir ist. Mr. Bubby sagt, er ist auch glücklich. Danke, Samuel. Du bist ganz lieb zu uns. Ich muss jetzt mit Mr. Bubby reden. Ich habe ihn schon so lange nicht mehr gesehen. Moment, Ralph. Du hast versprochen, mir zu helfen, wenn ich Mr. Bubby für dich finde. Aber jetzt will ich mit Mr. Bubby allein sein. Ralph, Mr. Bubby ist traurig, dass du mir nicht helfen willst. Frag ihn. Ja, Mr. Bubby sagt, dass wir dir auch helfen. Ich und Mr. Bubby. Ralph, kennst du jemanden namens James? James ist auch mein Freund. Er und Mr. Bubby. Ich muss wissen, in welchem Zimmer er wohnt. Er wohnt nebenan. Gleich die nächste Tür. Aber James ist jetzt nicht da. Ich weiß. Hast du gesehen, wo man den Schlüssel zu seiner Tür aufbewahrt? Ist er irgendwo in der Nähe? Vielleicht in einem Schrank? Nein, ist er nicht. Dr. Smith bewacht uns und er hat alle Schlüssel. Weißt du das mit Sicherheit? Ja, wenn wir in den Flur wollen, öffnet er die Tür für uns alle. Aber ich glaube nicht, dass er dir den Schlüssel leiht. Er ist sehr streng. Oh, macht nichts. Mist, Smith kommt zurück. Wir sollten uns nicht länger unterhalten. Vielleicht später.
Vielleicht später. Okay, Samuel. Also hat der Arzt die Schlüssel. Wie komme ich daran? Ich kann nicht zurück. Der Arzt könnte kommen. Die Zelle ist abgeschlossen. Der Zaun ist sehr stark. Mit bloßen Händen kann ich nichts ausrichten. Ich habe eine Idee. Ich muss nur den Schalter betätigen. Niemand wird es merken. Ich muss irgendwie Aufmerksamkeit erregen. Ich muss mich verstecken. Hey, was ist da drüben los? Hoffentlich habe ich ihn nicht verletzt. Ich glaube, er wird wieder. An diesem Bund sind die Schlüssel für alle Zellen. Ein furchtbarer Ort. Kein normaler Mensch würde auch nur einen Monat lang hier drin überleben. Ich sollte die Zelle untersuchen, bevor mich jemand entdeckt. Er ist kaputt. Die einzige funktionsfähige Lampe ist die über der Tür. Ich glaube, ich möchte nicht wissen, was da drin ist. Widerlich. Das sind ja grauenhafte Zustände. Mit Kohlestift angefertigte Zeichnungen von verängstigten Gesichtern. Eine der seltsamen Zeichnungen aus James' Fantasie. Diese Zeichnung ist zerknittert, als hätte sie jemand weggeworfen und dann wieder an die Wand gehängt. Ich werde versuchen, sie zu entfernen. Ralph, kannst du mich hören? Ja, Samuel. Ich kann dich hören. Gut. Können wir jetzt reden? Du hast Mr. Bubby für mich gefunden. Du bist jetzt mein Freund. Ich mag meinen Freund richtig gern. Weißt du das? Ja. Und worüber willst du mit uns reden, Samuel? Erzähl mir von James. Weißt du, warum er weggelaufen ist? Ich glaube, er mochte es hier nicht mehr. Und er hat auch Angst. Wovor hatte er Angst? Dir kann ich sagen. Du sagst es nicht weiter, oder? Nein, mache ich nicht, Ralph. Er hatte Angst vorm Chefarzt. Ich habe auch Angst vorm Chefarzt. Aber James hatte richtig Angst. Warum hatte er vor ihm Angst? Er kam einmal zu James mitten in der Nacht und sie haben ganz lange geredet. Ich habe sie belauscht durch dieses Loch. Der Chefarzt hat James angeschrien. Hast du gehört, worüber sie gesprochen haben? Vielleicht. Ich weiß nicht. Du musst doch etwas gehört haben. Nur ein paar Worte. Ehrlich, nur ein paar. Etwas von einem William und einem Schloss. Mehr weiß ich nicht mehr. Ich hatte Angst. Okay, Ralph. Robert hat sich wahrscheinlich mit James gestritten über seine Rückkehr zum Schloss.
Aber warum wollte Robert ihn nicht entlassen? Du hast gesagt, du hast Angst vor dem Chefarzt. Ja, große Angst. Er ist kein guter Mann, Samuel. Warum hast du Angst vor ihm? Er schreit uns oft an und er ist sehr streng. Aber am meisten fürchte ich mich nachts vor ihm. Manchmal besucht er unsere Zimmer und dann passieren Dinge. Was für Dinge? Einmal kam er mich nachts besuchen. Er gab mir Medizin und danach war mir ganz schlecht. Er sagte, wenn ich es weiter sage, muss ich noch mehr davon nehmen. Du sagst ihm nicht, dass ich es dir gesagt habe, oder? Oh, Samuel. Ich werde ihm gar nichts sagen. Ich glaube nicht, dass ich noch mehr Medizin aushalten würde. Wann hast du den Chefarzt das letzte Mal gesehen? Ich glaube, es war damals, als er James angeschrien hat. Ich habe ihn in der Nacht danach nicht gesehen. Und auch nicht heute. Ich hoffe, er bleibt ganz lange weg. Warum hat Robert nachts heimlich Medikamente verabreicht? Er muss etwas verheimlichen. Ich weiß nicht, worüber wir reden sollten. Ich kann nicht durch die Wand mit ihm reden. Ein düsteres, von James gemaltes Bild. Ein paar Stifte und einige leere Papierbögen. Nichts von Interesse. Seiten aus Büchern, sogar aus der Bibel. Einige Absätze sind durchgestrichen, andere wiederum unterstrichen. Da ist ein Loch in der Matratze. Hier zerfällt alles. Ein Stück Papier guckt raus. Ich werde versuchen, es herauszuziehen. Februar. William muss erfahren, dass ich wieder heil bin. William muss erfahren, dass ich wieder heil bin, dass mir nichts mehr fehlt. Nur die Stimmen, die verstehe ich nicht. Ich wünschte, sie würden mich in Frieden lassen. Sie gehen mir nicht aus dem Kopf, nicht einmal, wenn ich sie anflehe. Abends male ich oft. Das hilft, ihr Geflüster zu verdrängen. Meine Pinselstriche verschmelzen oft zu einem zusammenhängenden Bild, ohne mein bewusstes Zutun. Es ist, als ob jemand meine Hand führen würde. 27. Februar. Irgendwie muss ich mich mit William treffen, bevor ich hier völlig aufgesogen werde. Wenn wir uns sehen, werde ich ihm alles sagen. William muss von den bösen Dingen erfahren, die Robert uns hier antut. Ich muss einen Weg finden, einen Brief für William an dem üblichen Platz zu hinterlassen. Aber was ist, wenn Robert meinen Brief findet? Ich muss sehr vorsichtig sein. Glücklicherweise fällt es ihm nie ein, einen Blick hineinzuwerfen. Nicht einmal, wenn er vorbeigeht. 2. März. Robert ist heute gar nicht aufgetaucht. Ralph hat ihn auch nicht gesehen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich hoffe, er bleibt weg, wo immer er jetzt ist. 8. März. Inzwischen sind 10 Tage vergangen, seit ich meinen Brief dem alten Aufseher gab. Warum hat William noch nichts unternommen? Ob er meinen Brief bekommen hat? Ich weiß nicht, wie lange ich diesen Ort noch ertragen kann. Na also, erwischt. Wusste ich doch, dass jemand bei dieser Flucht geholfen hat. Hören Sie mich. Ich bin gleich zurück und dann haben Sie einiges zu erklären. Mist, der Arzt ist zu sich gekommen. Ich muss hier weg, bevor er Hilfe holt. Ich möchte eigentlich nicht erklären müssen, warum ich ihn betäubt habe. Die Tür ist zugeschnappt. Von hier aus kann ich nichts machen. Auf dieser Seite der Tür gibt es nicht mal ein Schlüsselloch. Ralph, kannst du mich hören? Ja, Samuel. Ich kann dich hören. Ralph, als James seine Flucht plante, hat er mit dir darüber gesprochen? Ja, Samuel. Hat er gesagt, wie er es machen wollte?
Ja, hat er. Willst du es mir sagen? Aber das kann ich nicht. Ich habe James versprochen, es niemandem zu sagen. Ralph, James ist auch mir ein guter Freund. Verstehst du? Ich weiß, dass er es mir sagen würde, wenn er hier wäre. Ich... Na gut, ich glaube, ich kann es dir sagen. Mr. Bubby sagt, es ist okay. Unter James Bett ist ein Loch. Ja, ein Loch. Unter seinem Bett, sagst du? Ja, sicher. Versprichst du mir, dass du es niemandem sagst? Nur keine Angst, Ralph. Mr. Bubby vertraut dir, Samuel. Und ich auch. Kann ich jetzt gehen und mit Mr. Bubby reden? Er sieht so traurig aus. Ich sollte verschwinden, bevor mich jemand sieht. Ich komme später zurück, wenn sich hier wieder alles beruhigt hat. Ich sollte jetzt lieber gehen. Brauchen Sie etwas, Sir? Ich habe eine Frage an Sie. Gewiss, Sir. Können Sie mir sagen, wo sich auf unseren Ländereien der alte Leuchtturm befindet? Ich erinnere mich nicht davon, gehört zu haben. Aber sicher doch, Sir. Das ist die zerfallene Ruine an der Klippe von Sharp Edge. Es ist das einzige Gebäude auf dem Ödland. Sie können es unmöglich verfehlen. Darf ich fragen, warum Sie sich dafür interessieren? Ich wollte eigentlich nur wissen, wo er ist. Ich glaube, ich werde jetzt gehen. Ich wusste nicht, ob ich James auf der Klippe finden würde. Eine innere Stimme sagte mir jedoch, dass es der Ort war, an dem er sich mit William verabredet hatte. Dieser Ort sieht genauso aus wie der auf James' Bild. Der Fuß der Klippe verschwindet im dichten Nebel. Dem Brandungsgeräusch nach zu urteilen, ist es mindestens 20 Meter tief. Keinen Schritt weiter. Da ist nichts von Interesse. Zuerst werde ich mich umsehen. Drinnen hat jemand Feuer gemacht. Wenn James tatsächlich da drin ist, sollte ich mich auf alles gefasst machen. Vielleicht sollte ich mich in der Umgebung umsehen, bevor ich den Leuchtturm betrete. Anscheinend hebt er ein Grab für mich aus. Ich muss ihn irgendwie aufhalten. Ich bin an Armen und Beinen gefesselt. Diese Melodie, ich kenne sie. Ja, du kennst sie. Versuche, dich daran zu erinnern, James. Ich habe sie so oft gehört, als ich ein kleiner Junge war. Vertrau mir, ich sage die Wahrheit. Ich bin Samuel. William war mein Freund, so wie er deiner war. Samuel? Ich erinnere mich nicht an den Namen. Das ist alles so weit weg jetzt. William hat dich wie einen Sohn aufgezogen. Ich wollte nur wieder nach Hause. Ich habe William einen Brief geschickt, aber er hat ihn weder beantwortet, noch hat er mich besucht. Er konnte nicht kommen, James. Ich habe deinen Brief gefunden. Deswegen bin ich hier. Warum konnte er nicht kommen? Ist er krank? William ist tot.
Nein, das glaube ich nicht. Du lügst. Er wird kommen und mich nach Hause bringen. Du musst mir vertrauen, James. William ist vor wenigen Tagen gestorben. Man fand seine Leiche am alten Turm. Alle halten es für einen Unfall. Aber das glaube ich nicht. Ich bin zu dir gekommen, weil du mir helfen kannst, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Ich? Ich kann dir gar nicht helfen. Ich glaube nicht mehr an die Wahrheit. Aber du weißt etwas, was mir helfen würde, sie zu finden. Du musst mir helfen. Ich weiß nicht mal, wer du bist. Und wenn du mich belügst? Und wenn du nur gekommen bist, um mich zurückzubringen? Ich bin jetzt dein einziger Freund, James. Wenn du mir sagst, was du weißt, helfe ich dir, nach Hause zu kommen. Warum sollte ich dir vertrauen? Nun, dir bleibt nichts anderes übrig. Vielleicht bist du wirklich mein einziger Freund. Und wenn du lügst, spielt es eigentlich auch keine Rolle mehr. Ich kehre nie wieder dorthin zurück. Lieber bringe ich mich um, als wieder bei diesen Menschen zu sein. Das wird nicht nötig sein, wenn du mir hilfst. Na gut, ich sage dir alles, was ich weiß. James, ich weiß, dass du früher im Schloss gelebt hast. Warum ließ William dich in Ashbury einweisen? Es war nicht William. Es war Robert, der mich an diesem furchtbaren Ort hat aufwachsen lassen. Er hat mich gegen Williams Willen hingebracht. Er hat ihm gesagt, dass ich es dort besser hätte, dass ich nur ein paar Wochen dort verbringen würde, dass es mir helfen würde. Aber du bist nie zurückgekehrt. Er redete William ein, mein Zustand würde sich verschlechtern und dass er mich für ein oder zwei weitere Monate behandeln müsse. William glaubte seine Lügen und ließ mich in Roberts Obhut. Ich habe immer noch keine Ahnung, warum er mir das antat. Wie konnte er das nur zulassen? Dann hat ihn Robert also die ganze Zeit belogen. Wenn er nicht gewesen wäre, hätte ich längst heimkehren können. Aber jetzt hat sich alles verändert. Ich bin hier und niemand, nicht einmal Robert, wird mich zurückbringen. Ich hasse diesen Bastard. Robert ist vor 2 Tagen nach Ashbury aufgebrochen. Er sagte, er müsse wegen einer dringenden Angelegenheit hinfahren. Seitdem wurde er nicht mehr gesehen. Weder im Schloss noch im Sanatorium. Gut. Vielleicht hat er endlich das bekommen, was er verdient hat. Vielleicht hat ihn jemand wegen seiner vielen Gräueltaten umgebracht. Ich jedenfalls werde ihn nicht vermissen. Gräueltaten? All die geheimen Experimente an seinen Patienten. Er ist von der Idee besessen, eines Tages eine große Entdeckung zu machen. Und er lässt sich durch nichts und niemanden aufhalten. Er ist es, der wahnsinnig ist. Was hat er eigentlich gemacht? Er hat uns alle möglichen Mittel gespritzt. Einige sind daran gestorben. Die Insassen des Sanatoriums sind für ihn nur Versuchskaninchen. Warum ist das nie rausgekommen? Er macht, was er will. Niemand hat je davon erfahren. Als ich ihm sagte, dass ich nach Hause will, gab er mir eine Spritze. Danach wusste ich 2 Tage lang nicht, wer ich bin und wo ich war. Er weiß ganz genau, dass ich ihn verraten und damit alles verderben könnte. Ich wollte keine zweite Spritze mit dem Zeug bekommen, also lief ich weg. Ich möchte, dass du dir das hier ansiehst. Ich weiß, dass William dir vor langer Zeit etwas Ähnliches zur Aufbewahrung gegeben hat. Ich möchte es gerne zurückbekommen. Er hat es mir geschenkt, als ich ein kleiner Junge war. Ich habe schon lange nicht mehr darüber nachgedacht. William hat gesagt, ich solle es sorgfältig aufbewahren und niemandem davon erzählen. Und er hat es sehr ernst gemeint. Und wo ist es jetzt? Hast du es bei dir? Nein, man hätte es gefunden und mir weggenommen. Ich habe es an einem sicheren Ort versteckt. Genau vor ihren Nasen. Keiner würde auf die Idee kommen, es dort zu suchen. Wo? Wo hast du es versteckt? Ich weiß nicht, ob ich es dir sagen soll. William... William ist tot und ich muss dieses Ding finden. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich durchmachen musste, um an die anderen zu kommen. Na gut, ich werde es dir sagen. Es ist in der alten Kanalisation unter dem Schloss. Aber da ist keine Kanalisation. Meinst du den Keller? Doch, es gibt sie. Unterhalb des Kellers. Man gelangt über ein Abwasserrohr dorthin. Und da finde ich es? Ja. Ich muss jetzt gehen, James. Okay, ich versteck mich wieder. Er hat mir schon alles gesagt, was ich wissen wollte. Es hat keinen Sinn, in den Garten zu gehen. Die Tür ist abgeschlossen.
Es riecht unangenehm. Das könnte sich als nützlich erweisen. Ein kräftiges Flachsseil. Ein kräftiger Stahlhaken. Ich binde das Seil an den Haken. Die Pumpe ist Teil des Wasserverteilungssystems. Sie pumpt das Wasser unablässig rein und raus, je nach dem aktuellen Bedarf. Ich sehe nichts da drin. Auf dem Boden ist Wasser. Ich habe ein Plätschern gehört. Von hier aus komme ich nicht in die unterirdischen Gänge. Nichts. Kein Wasser. James hat nicht gelogen. Das geheime unterirdische Gangsystem existiert. Die Luft hier ist sehr stickig. Dieses ausgeklügelte Kanalisationssystem wurde von meinen Vorfahren erbaut. Dieser Mechanismus regelt vermutlich die Pumpen im Keller. Er kann doch nicht seit dem Altertum hier stehen. Er scheint zu klemmen. Wozu könnte ein Brunnen in einem Keller gut sein? Vielleicht konnte man damit Wasser aus den Tiefen holen, wenn das Schloss belagert war. Das Wasser hierorts könnte man nicht ohne weiteres trinken. Es ist zu brackig. Da ist kein Tropfen Wasser drin. Er ist leer. Wo könnte das hinpassen? Die Luft hier ist furchtbar. Es stinkt modrig. Hier gibt es seit Jahrhunderten keine frische Luft. Es ist durch die Feuchtigkeit verrostet. Eine Stange ist locker. Wahrscheinlich fließt dort das Wasser raus, wenn es überläuft. Ich kann es kein Stück bewegen. Es ist durch Ketten blockiert, die mit einem Vorhängeschloss gesichert sind. Ich kann es kein Stück bewegen. Es lässt sich nicht drehen. Die Treppe lässt sich nicht benutzen. Sie steht völlig unter Wasser. Das Wasser muss schon seit Jahren hier stehen. Es ist voller Algen und Dreck. Ein Teil einer Maschine. Es gibt so viele Algen im Wasser. Das Zahnrad ist nicht gesunken. Wie bekomme ich es da raus? Von hier aus komme ich nicht ran. Es ist zu weit weg. Ich glaube, hier fließt das Wasser hinein. Das ist wohl seit langer Zeit nicht passiert. Irgendeine Öffnung. Vielleicht fehlt hier etwas. Er scheint zu klemmen. Das geht nicht. Das Seil gibt zu sehr nach. Ich werde versuchen, die Stange dort hineinzustecken. Es geht nicht. Die Stange ist zu dick. Die Säure von Richard hat das Vorhängeschloss aufgelöst, als wäre es aus Papier. Das Rad ist blockiert. Ich werde versuchen, die Stange etwas anzuspitzen. Das müsste reichen. Damit müsste es besser gehen. Okay, ich habe die Stange in die Öffnung gesteckt. Ich werde die Stange als Hebel benutzen. Die Luke hat sich geöffnet, aber es läuft kein Wasser.
Das Wasser ist bis zum Rand des Ablaufkanals gestiegen. Es ist zu weit weg. Ich komme nicht ran. Das geht nicht. Das Seil gibt zu sehr nach. Eine primitive Angel. Sie wird reichen müssen. Es hat geklappt. Der Mechanismus funktioniert. Das ganze Wasser ist in das unterirdische Kanalsystem abgelaufen. Der Weg ist frei. Das Wasser ist weg, aber der Gestank ist geblieben. Hier ist seit ewigen Zeiten niemand mehr gewesen. Es ist bitterkalt hier. Und die Stille ist unheimlich. Meine Schritte hallen nach. Das muss James' Truhe sein. Endlich habe ich sie gefunden. Wahrscheinlich hat er sie versteckt, bevor der Raum mit Wasser voll lief. Noch ein Schlüssel. James hat nicht gelogen. James Schlüssel. Mehrere seltsame Symbole in einem Kreis. Das unterirdische System diente in der Vergangenheit mit Sicherheit nicht nur dazu, das Wasser zu verteilen. Mein Kopf! Ich sollte besser eine von diesen Pillen nehmen. Ich ertrage diese unterirdische Luft nicht mehr. Ich ruhe mich ein paar Stunden aus und komme später wieder. Diese furchtbaren Träume sind wie Déjà-vus. Warum habe ich solche schrecklichen Albträume? Vor 2 Tagen waren meine düsteren Morgengedanken durch Bates Klopfen an meiner Tür unterbrochen worden. Sir! Sir, machen Sie auf! Ich muss mit Ihnen sprechen! Warten Sie, Bates, ich bin gleich da. Was ist denn, Bates? Gerade kam ein Anruf aus Ashbury. Es geht um eine sehr ernste Angelegenheit. Ich glaube, Sie sollten so bald wie möglich dorthin fahren, Sir. Warum? Worum geht es genau? Ich habe mit der Oberschwester gesprochen. Sie wollte mir nicht erzählen, was vorgefallen ist. Ich mache mir große Sorgen. Vielleicht gibt es etwas Neues über Sir Robert. Hat sie Ihnen sonst noch etwas gesagt? Sie wollte mir nichts Genaueres sagen, Sir. Haben Sie mit Victoria darüber gesprochen? Nein, Sir. Ich wollte Sie nicht beunruhigen. Wahrscheinlich ist es nichts Besonderes, aber es wäre gut, wenn ich es mit Sicherheit wüsste. Na gut, ich werde dorthin fahren. Behalten Sie die ganze Sache vorläufig für sich. Aber selbstverständlich. Und, Sir, das Wetter ist furchtbar. Es zieht ein kräftiger Sturm auf. Der Himmel ist so dunkel, als wäre es Nacht. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann wir ein so schlimmes Wetter hatten. Es ist äußerst seltsam. Es wird ein kräftiges Gewitter geben, das ist alles. Aber danke für die Warnung. Auf dem Weg nach Ashbury gingen mir Bates' Worte unaufhörlich durch den Kopf.
Sie wurden erst durch die dunkle Silhouette des Ashbury-Sanatoriums vertrieben. Ich frage mich, was ich über Robert erfahren werde.